Hi. Heute möchte ich dir mal ein kurzes Update geben über das Canon RF 100mm 2.8. Ich habe jetzt nur irgendwie ein paar Shootings gemacht damit und auch im Makrobereich schon mal ein bisschen rumprobiert. Und also es ist wirklich ein cooles Teil. Letztes Mal hatte ich gesagt, ich habe ja kein EF mehr hier, aber ich habe gesehen, Elke hatte noch eins und das habe ich mir natürlich gleich mal mitgenommen. Also das ist jetzt das EF 100mm Makro und das ist das RF. Ihr seht schon, in der Form ist es halt ein bisschen kürzer als das RF. Das erledigt sich aber schnell, wenn man den Adapter auf RF anbaut, dann sind die beiden nämlich identisch von der Länge her. Und wo ich halt ein bisschen mit probiert habe, war der Control Ring. Ihr habt ja hier noch so einen Lockschalter. Dann kann man den halt in den Plusbereich verschieben oder auch in den Minusbereich. Und diesen Lockschalter, also er rastet in der Mitte so ein bisschen ein, das merkt man. Den Lockschalter würde ich auf jeden Fall benutzen. Beim Shooting habe ich mir nämlich aus Versehen das Ding immer so ein bisschen zur Seite verschoben. Also man sieht es ziemlich schnell auf den Bildern, weil der Effekt doch ziemlich dominant ist. Aber um sich es halt nicht aus Versehen zu verstellen, sollte man es locken. Und ja, die Steiger hatte ich auch schon gekriegt. Die Objektive klappern ein wenig. Das RF weniger als das EF. Ich denke mal, das hängt einfach mit der Bildstabilisierung zusammen. Und dass da halt bewegliche Teile im Objektiv verbaut sind, die sich dann halt einfach ein bisschen bewegen. So, jetzt gucken wir uns aber mal die Bilder an. Das ist jetzt, seht ihr ja schon. Ich mache es mal kurz wieder anders. So. Genau, hier oben mit der I-Taste kann ich mir die Aufnahmedaten einblenden, wann es aufgenommen worden ist, mit welchem Objektiv, mit welchen Daten und so weiter. Und dann seht ihr jetzt, das ist halt das EF 100mm und das ist das RF 100mm. Wenn ich mir die beiden Bilder jetzt im Vergleich anschauen möchte, halte ich einfach die Command-Taste, markiere mir die beiden, gehe auf diesen Button oder ich drücke die C-Taste und habe dann die beiden Bilder im Vergleich. Mit der Tabulator-Taste kann ich mir diese beiden Paletten hier ausblenden und einen Druck aufs Z zoomt mir das Bild rein. So, jetzt sehen wir also das EF 100mm, super scharf. Also es war halt auch schon ein geniales Objektiv. War vorher schon super scharf. Ich wüsste jetzt auch nicht. Also wenn ich mir die Bilder jetzt so angucke, ja, es ist vielleicht minimal so hier in der Iris ein bisschen schärfer als die RF-Version. Aber jetzt hier in dem Fall so einen wirklich großen Unterschied kann ich hier nicht erkennen. Wie gesagt, das alte war schon auf sehr, sehr hohem Niveau. Das neue ist vielleicht ein kleines Tückchen besser, aber jetzt auch nicht so super viel. Okay, und jetzt kommen wir mal zu diesem Control Ring. Hier habe ich ihn jetzt mal in den Plusbereich verschoben und hier in den Minusbereich. Hier einmal halb und hier einmal voll. Und das ist schon ein ganz schön heftiger Effekt, ne? Also klar, die Haut ist einfach weich gezeichnet. Allerdings werden dann halt auch die Sachen weich gezeichnet, so wie die Augen, die man ja eigentlich scharf haben möchte. Also ein halber Effekt, weiß nicht. Und in die andere Richtung ist der Effekt nicht ganz so extrem, aber es sieht halt so ein bisschen aus, als wenn so ein milchiger Schleier über den Bildern liegt. Und das ist für so ein Studioporträt, das ist jetzt wieder die scharfe Version hier. Muss ich sagen, in dem Fall gefällt mir das mit dem, also ohne dass der Ring gedreht wurde, doch ein bisschen besser. Ja, wir haben da natürlich noch andere Bilder gemacht. Hier mal so auf der Fensterbank, natürliches Licht. Ja, ist auch nochmal der Unterschied. Einmal das scharfe Bild. Und einmal das ein bisschen weich gezeichnete. Also bei solchen Bildern passt das schon eher. Gerade auch, finde ich, wenn die Person nicht in die Kamera guckt. Sieht auch, als wenn so ein leichter Schleier über dem Bild ist. Aber ich finde,
Der Effekt ist halt ganz schön, oder? Auch hier in Schwarz-Weiß kommt das ganz gut. Hier nochmal ein Bild, Tageslicht und den Ring, eine Vierteldrehung in den Plusbereich. Ne? Dann wird die Haut schön weich und das ist dann halt das Scharfe. Genau, also ich finde, für solche Bilder ist das schon passig. Da waren wir dann nochmal vor der Tür, weil es gerade ein bisschen sonnig war. Hier ist, warte, muss ich hier mal schnell gucken. Genau, einmal die Drehung in den Minusbereich, einmal in den Plus und einmal ohne. Wir sehen ja, Silhouette scharf und der Hintergrund ist eigentlich schön harmonisch weich gezeichnet. Das ist bei der Drehung nach rechts nicht ganz so der Fall. Ich finde, das wird schon so ein bisschen unruhig hier im Hintergrund. Und aber in dem Minusbereich, da wird das Bouquet noch schön weicher und ja, es gibt halt so einen Schein, ne, um die Person. Dann nochmal im Gegenlicht, auch wieder voll in den Minusbereich, ne, dann kommt so ein richtiger Schein und hier ist wieder auf Null gestellt. Das Bild scharf. Ja, auch wieder Plus, Minus, normal. Also für solche Bilder kann man es benutzen. Ist halt allerdings die Sache, bei dem Bild könnte man jetzt sagen, okay, ich mache die Haut noch ein bisschen weicher und lasse die Augen scharf. Das geht bei dem natürlich nicht. Also die Haut ist weich. Aber mir da jetzt noch die Augen wieder scharf zu basteln, das ist, glaube ich, steht in keinem Verhältnis. Ich glaube, ich würde es auch gar nicht hinkriegen. Ja, so sieht das aus. Also, es ist eine coole Funktion. Ich werde da mit Sicherheit auch noch ein bisschen weiter mit experimentieren. Könnte mir das durchaus vorstellen, irgendwie so im Wald, Frau mit Kleid. Wenn dann so ein bisschen Licht durch die Bäume fällt, dass da so eine kleine Lichtinsel entsteht und man macht halt so diesen, ja, mystischen Effekt mit so ein bisschen Schein im Bild, da würde das, glaube ich, ziemlich gut passen. Oder auch im Makrobereich, da muss ich noch mal gucken, da geht bestimmt noch was. Also ich muss sagen, am Anfang war ich ja gar nicht so begeistert, mittlerweile freunde ich mich so ein bisschen mit an. Aber jetzt nochmal zum EF-RF-Vergleich. Also das EF war schon mega gutes Objektiv. Wer es hat, dem würde ich jetzt nicht unbedingt den Wechsel empfehlen. Nur wegen diesem Control-Ring. Gut, der Abbildungsmaßstab ist ein bisschen größer als beim EF. Aber also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ein Wechsel nötig wäre. Ich bin sehr zufrieden, werde das nochmal weiter testen. Halt euch auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Macht's gut. Tschüss.